Was geht ab, Freunde? Danke wieder fürs Einschalten. Wir schauen uns heute die Highlights des ersten Spieltages der Icon League an. Wir werden auch das Ganze im Nachhinein mal ein bisschen mit der Baller League vergleichen. Kann man die vergleichen? Soll man die vergleichen? Im Hintergrund gab es ja so ein paar Sticheleien hin und her. Ich habe mir tatsächlich das Event komplett angeschaut, natürlich mit Ablenkung, ab und zu einnicken und was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, es hat mega, mega Spaß gemacht. Ich habe für mich schon ein Favorite-Team. Die haben so Bock gemacht, den Jungs zuzuschauen. Natürlich, die namhaft besten Spiele waren dann am Ende. Aber ja, im Großen und Ganzen hat es schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das ist schon ein Mega-Projekt. Sehr sympathisch. Wir gehen rein, schauen uns die Highlights an und let's go. Was richtig, richtig geil wäre eigentlich, wäre, wenn Sieger Icon League, Sieger Baller League ein Spiel gegeneinander machen. Das wäre krass. Dann können die sich gegeneinander messen. Wisst ihr, was ich auch richtig krass finde? Am Ende des Tages geht es ja hier um 500.000 Euro. Natürlich ist es extrem viel Geld für die Mannschaft, für alles drum und dran. Es gibt so auch Aussagen mittlerweile, dass natürlich auch der traditionelle Fußball extrem langweilig wird langsam. Natürlich auch mit den komplett neuen Regelungen und so wurde dem Fußball so ein bisschen so, ja, wenn man das so sagen kann, ein bisschen die Spannung und die Männlichkeit genommen. Ja, wenn irgendwie so, wenn du den Schiedsrichter einmal anmeckerst, gelb. Wenn du irgendwie dich beschwerst, gelb, das ist richtig langweilig mittlerweile. Natürlich ist es wichtig, man sollte die Schiedsrichter schützen, aber nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen auch der Videobeweis und dann die neuen Regelungen, was auch immer. Alles ist so ein bisschen komisch geworden. Und ganz ehrlich, wir wissen alle, dass der Fußball, der herkömmliche Fußball, einfach korrupt sein Vater ist. Wer weiß, was da alles im Hintergrund läuft. Und wenn man sich dann sowas anschaut, so ein Projekt sich anschaut, weiß man, okay, da wird einfach gekickt, da zählt das Fußballspielen. Man kann nicht davon ausgehen, dass dahinter rücks irgendwas läuft und deswegen schaue ich es mit diesem Auge an und es wird auf jeden Fall mega viel Spaß machen. FC Berlin City, SC Bürgeramt, auch geiler Name. Deine eigene Liga. Ich bin Jetzt geht's gespannt los. und vielen Dank, Chat, für den Support. Also 16 Uhr, 160.000 Zuschauer, beide Kanäle. Lass da, also insgesamt. Krass. Ich glaube, hier sind 130, drüben sind 40 oder so, ich weiß nicht, 170. So, es geht los. Bürgeramt in Grün gegen Berlin City in Schwarz eröffnet. Die Schwarzen sind mein Favorite-Team. Bis jetzt. Also die haben geil gespielt, Mann. Die haben richtig aufgezockt. Dann weißt du und da siehst du, dass die Jungs vom Bolzplatz kommen. Teilweise auch vom Futsal habe ich ein, zwei Sachen gehört. Mega, mega geil. Die Icon League, Wahnsinn! Guck mal, was sie jetzt machen, ist hier wichtig. Bruder, der Typ, Mann. Der, boah, geiler Zocker. Genau so muss man das in der Halle machen. Dieses mit dem Torwart vorne mitspielen. Oh. Ja. Mut zum Risiko! Mut zum Risiko! Das Tor habe ich zum Beispiel verpasst. Digga, was ist da passiert? Nochmal ganz zurück. Vorne mitspielen. Boah! Ja. Mut zum Risiko! Mut zum Risiko, dass nach hinten losgeht! Das erste Tor der Icon League! Also das ist ein Tor. Eieiei! Suat Ak! Digga, Gänsehaut! Icon League! Also das ist ein Tor. Eieiei! Er schreit einfach Alhamdulillah, Bruder. So krass, das ist ihn direkt Sympathie, Digga. Suat Ak ist derjenige, der das erste Tor der Icon League. Nicht wir, sondern unser Schöpfer hat uns unser Talent gegeben. Alles wie er möchte. Bruder, einfach Gänsehaut-Moment. Krass. Genauso muss das sein und deswegen sympathisiere ich extrem mit dieser Mannschaft. Okay, hier sind wir drin, okay. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie das abläuft. Boah. Ja, aber Verteidigung war schon vogelwild, Alter. Nicht drüber reden. Aus der Entfernung der arme Derwein. Was soll er machen? Spielen und gehen, weil der macht einen sehr guter spritzigen Move. Boah, stark. Brutal, Junge. Bruder, einhaken, zack, rein. Das, da merkt man halt einfach so dieses Straßenkicker-Mentalität. Brutal. Brutal. Und ich freue mich auch auf Amar, auf den Münchner Bruder von uns. Ich kenne den eigentlich tatsächlich nur vom Bolzplatz, Alter. Nur vom Bolzplatz damals, was weiß ich. Beziehungsweise eigentlich von der Unterhachingzeit. Er ist ein bisschen jünger, ein bisschen älter als ich. So ist es richtig rum. Ich bin jünger als er. Und dann immer auf dem Bolzplatz, immer ein guter Junge. Jeder in München kennt den. Er ist ein Straßenkicker, er ist ein Zocker. Und das ist so geil, auch ihm hier zuzuschauen. Er kommt aber tatsächlich im letzten Spiel. Und das letzte Spiel war richtig krass, meiner Meinung nach. Obwohl es eigentlich die wenigsten Tore hatte. Aber richtig, richtig stark. Und noch besserer Abschluss. Sehr wichtig, viel rumwechseln. Hier so einfach Sack. den Schuss finden. Wunderbar, oh Mann, wieder gegen Zuaui. Oh, bam. Wir wollen die Jungs zocken lassen. Das muss ich geiler Ball. Alles finden. Sehr geiler Ball. Und auch da. Oh, der Wein. Gut. Nee, gut, dass er dran war. Ich glaube, Santoro, derjenige, der auf der Linie dann klärt und oh, wieder schon der wieder Wein. Gut gehalten.
Oh, guter Ball. Boah, boah, diese Aktion war so krass. Die wissen, wie man kickt, Alter, Joyce. Oh, derjenige, der auf der Linie dann guter klärt und oh, wieder der Ball. Wieder gut gehalten. Oh, guter Ball. Boah. Boah. Das ist der Wahnsinn, wie der hier aufhört. Wunderbares Tor, 3:0. Bam. Bam. Jetzt haben wir es aufgelöst. Hätte Akten reingemacht, hätte es doppelt gezählt und so. Immerhin. Vor allem, wie krass ist das, Bruder? Wie krass ist das? Er holt schon einen Volley raus und er nimmt ihn direkt, Digga. Das ist so geil, Mann. Alter, ich hätte auch so Bock, dort mitzuspielen. Ne? Ich hätte so Bock. Treffer, Muad, den Ben auch. Abdeselem. Chat schreibt übrigens, man hört euch nicht in der Arena. Das ist gewollt. Ja. Soll wie im Basketball musikalisch untermalt werden. Oh, kurze Ecke. Irgendwann müssen sie nachlegen. Boah, wie finde ich das, dass es eigentlich Banden gibt? Bande war eigentlich immer geil, aber ich muss sagen, das in der Baller League ist auch richtig geil, so mit Aus. Und die spielen sogar mit Abseits bei Baller League. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil das am Ende des Tages ist es Halle und in der Halle, das lebt davon auch mal, weißt du, so einen tiefen Ball spielen zu können, der lässt prallen und was auch immer. Da muss man sich halt als Verteidigung was einfallen lassen. Aber für was würde ich mich entscheiden? Bande ist schon nice. Bande ist schon nice, aber mit Aus, Ecke und so. Boah, ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was besser ist. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Alman! Schön, 4-0. Das 4-0, das ist ganz easy. Einfach. Ja, ja. Das ist richtig easy. Ben Abdeselem. Icardi, Alter. Okay. 4-0. Boah. Der Abschluss. Bande, Bande, Mitte. Jo. 4-1. Jetzt haben wir den Anschlusstreffer. Erzählt. 2 Minuten netto kann länger dauern, als man glaubt. Sie müssen sie auch anrennen, weißt du? Die in der Halle, es ist brutal. Also es geht so schnell. Meine Kamera ist tatsächlich auch jetzt gerade über Eli und so. Sollen wir das mal ändern? Ja. Kötsch bleibt am Ball. Monster. Ey, guck mal. Der kommt da wirklich durch und legt nochmal ab. Hadžiavčić. Passiert. Gut, ja. Beendet dafür Netto-Spielzeit Mitte. Und so einfach, easy. So einfach. Wunderbar hingelegt. Das ist so geil, Alter. Kleinfels, brutal. Es ist wirklich so einfach eigentlich. Die Jungs kennen sich. Ja, vielleicht ist es genau das. Das sind die Brüder vom Balkan-Mix. Die spielen schon lange zusammen. Die verstehen sich blind. Und jetzt geht's halt wieder nach hinten. 4-2. Panna, World Champion. Kopf ist oben, aber der will ja natürlich auch mal ein bisschen Kunst machen. Aber guck mal, so spielt man das. Der Typ. Ich glaube, er und Amar werden so um den besten Spieler spielen. Die beiden sind brutale Zocker, wirklich. Tore. Dreier-Pack. Also Berlin City, my favorite team. Bis jetzt. Bruder, alleine, dass hier 20.000 Leute sind. Allein das hier, wie die Ersatzbank gemacht wurde. Diese Anzeigen hier und so weiter. Das ist schon echt, kann man gar nicht sagen. Allein hier, diese ganze Werbewand und so weiter. Bruder, die haben sich einfach alles durchdacht. Alles. Ja, also der in Rot. Motor Neufünfland-Anstoß hat Berlin Underdogs in Gelb. Von rechts nach links. Quiring ist dabei, Köhler ist dabei. Die sagen dir wahrscheinlich auch alle noch was. Und vor allem natürlich einer. Guten Morgen. Das feiere ich auch, wenn Torhüter technisch in der Halle gut mitspielen können. Das ist so wichtig. Dann spielst du automatisch einen Mann mehr. So Linienkleber sind schwierig in der Halle. Das kannst du eigentlich nicht gebrauchen. Aber solche Leute, die mitkicken können, ist schon sehr, sehr gut. Ich glaube einfach, dass es gut ist, dass man ja einfach mal anfängt. Dass man einfach anfängt zu zocken, anfängt zusammenzuspielen, weil es ja schon nicht so einfach ist, in der Woche zu trainieren. Das ist eigentlich fast unmöglich. Und von daher ist es dann schon wichtig, dass du dann relativ schnell so einen Rhythmus als Mannschaft hinbekommst. Boah, was war das denn? Locker, flockig, einfach reingepasst. Das Tor. Oh, 1-0. Ja, oh. Ja, mit Herz und Verstand. Wunderbar reingemacht, Emanuele Giardini, guter Freund von Phil Neumann, den kennt Rese noch aus Kiel. Darüber kam der Kontakt zustande und das war sehr easy. Schön überlegt mit dem Innenriss. Ja, aber gut, in der Mauer weggedreht, wenn er stehen bleibt, passiert nichts. Auch ein sehr guter Kicker, härter Spieler, leider zurzeit verletzt. Rese knibbelt an den Fingernägeln und dann raus. Junge, pass auf die Gesundheit auf, du hast noch Krücken. Kämmlein.
Super abgelegt von Hebler. Oh, super geil. Gut rausgestürzt von Berisha. Der Hebler, das ist übrigens ein interessanter. Gehen wir gleich drauf ein. Giardini. Oh. Ganz überlegt. Und 2:0 für die. Sehr, sehr gut ausgekontert. Dogs. Ja, ist das so schön? Sweetie Goal, glaube ich. Bei den FIFA-Zockern. Weißt du das? Du bist ein FIFA-Zocker. Liebe geht raus an den Chat. Nicht Sweetie, Sweaty. Ah. Wegen Schwitzen. Wahrscheinlich, weil man Angst hat. Ist doch so, oder? Da merkt man aber schon einen deutlichen Unterschied. Also dieses Berlin City, FC Berlin City, das, die werden die alle auseinandernehmen, denke ich mal. Also bis jetzt, die beiden Mannschaften sind jetzt weniger stark. Da ist nicht so viel Technik dahinter. Natürlich führen die jetzt 2-0, alles drum und dran, aber die Gegner sind jetzt auch nicht die spritzigsten oder technisch besten. Jetzt der Anschluss. Der war geschenkt. Oh. Jawohl. David Ulm, also das Spiel deutlich enger. Ich glaube, grundsätzlich ist es eh schwer am Anfang zu sagen, was ist, egal wie. Eiskalt, sehr gut gemacht. Super gemacht. So. Ausgleich Karim Benjamina. Weiter, 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 komm. Und Finch heizt an, 2:2. Auch er mit Union von der Oberliga, Nordost-Oberliga bis zur zweiten Bundesliga durchgegangen. Also, da sind Jungs, die haben noch andere Zeit bei Union erlebt. Köhler, Hebler, diese wieder den Foot rausstreckt. Versucht sich da in den Gegner reinzulegen. Aber schon wieder Konter, Konter jetzt. Giardini, oh, Köhler. Super. Gut gerettet. Ich noch. Der Routinier. Doppelt. Auch wichtig, dass er da noch dran war. Also, Benny Köhler rettet. Sonst wäre Giardini schon wieder durch gewesen. Das ist auch bislang einer der heißen Kandidaten. Oh. Guter Wumms. Sowas ist eine Halle Gold wert. Für den MVP. Und jetzt packt er sich erstmal den Kollegen. Richtig stark gemacht. Bello. Mit einem schwachen Fuß, glaube ich sogar, ne? Sich schön auf den linken gelegt und dann abgeschlossen. Super. Unhaltbar. Ronny Nicol. Sein Sohn ist übrigens auch. Das ist so geil, Bruder. So geil. Wenn sich einer, wenn ein Stürmer, das kann das. Ist super. Unhaltbar. So. Ronny Nico. Das, was er jetzt macht. Spiel mich an, Digga. Spiel mich an. Wann sein Sohn ist übrigens auch bei dem Projekt dabei. Etienne, der ist heute nicht dabei. Und das ist. Gute Dreh. Also jetzt natürlich ein bisschen zu einfach gedreht und links abgeschlossen. Also der Schuss war jetzt auch nicht der beste. Aber solche Spieler zack anspielen. Und danach läufst du entweder außen an oder Richtung Mitte, direkt ab, bam, Tor, fertig. So spielt man in der Halle. Hebler, gestatten an die Hebler. Genau das kann er. Also wenn ich mal kurz, ihr seht das ja oben, da eingeklinkt. Egal, 4:3, die direkte Antwort. Das Geile ist halt, es passieren so viele Aktionen und ich glaube jetzt langsam bin ich tatsächlich mehr für Bande, weil der Ball bleibt halt einfach länger im Spiel, öfter im Spiel. Bei solchen Aktionen oder so Ecke und so, da passieren immer wieder so Pausen und es ist eigentlich viel besser, wenn der Ball öfter im Spiel bleibt, genauso jetzt hier mit Bande. Ist es wieder Jonas Hoffmann. Ich glaube, der will dem Giardini den Preis des MVPs noch streitig machen. Jetzt haben wir einen Rulebreaker, glaube ich. Ah, er lässt nicht nach. Jetzt kommt nochmal Hektik. Diese Rulebreaker waren auch gar nicht mal so schlecht. Wenn einer, ein bestimmter Spieler das Tor macht, dann zählt es doppelt. Oder wenn du zum Beispiel einen pannerst, durch die Beine spielst und dann den Ball wieder hast, das ist halt anscheinend das Entscheidende, dann muss der Spieler, der gelocht wurde oder gepannert wurde, einfach raus für eine Minute. Das ist schon eine coole Idee eigentlich. Auf, das ist auch klar, weil es sind nicht mal mehr 4 Minuten. Hero Ball, auch nicht mehr lange, also ehrlicherweise Zwischenfazit. Das hat sich doch nicht ausgezahlt für genau das. Was ein wunderschönes genau Tor, das. Jetzt ist der Riss. Das liebe ich an der Halle, Digga, das liebe ich. Wenn einer so schnell schalten kann, das ist so wichtig. Krasse Torwart hat ihn einfach reingemacht. Fast auf dem Feld. Aber jetzt habt ihr auch gehört, wen ich zum MVP machen würde. Vielleicht, wenn ihr gute Ohren habt. Ich habe meine Meinung geändert. Ich bin mittlerweile bei Bleron Berisha. Ah, die haben den Torwart ausgewechselt, mit einem weiteren Spieler, Feldspieler zu spielen. Und daran ändert auch dieses Tor nichts mehr. Fabian Schulz, der Nächste aus dem Futsal, spielt beim FC Liria.
und macht hier einen Deckel drauf. MVP, auch mal der Torwart. Wann gibt's denn das? Den müssen wir doch auch mal ins Schaufenster stellen. Hebler, Anschluss. Ich sag euch, von dem Hebler werdet ihr diese Saison noch einige Tore erleben. Die Hertha-Vibes siegen über die Unioner. Ganz spannendes Duell. Aber Motor noch. Das Coole an diesem Spiel war, dass es hin und her ging. Also die haben sich echt nichts geschenkt. 10 Tore in 24 Minuten. In der Halle kann es halt einfach so schnell gehen. Du kannst in einer Minute kannst du 2 Tore schaffen noch so auf blöd. Vor allem mit diesem mit diesen Karten, die du einsetzen kannst, dass dann einer halt einfach auf ihn extra gespielt wird, kann aus einem, was weiß ich, 4-3, 5-3 machen und das kann das Spiel entscheiden. Das ist schon echt nice. Und dann auch noch Man of the Match wird immer gekürt. Krass. Dann der Marcel Heller im Bild. Mhm. Ich glaube, das ist Ex-Profi, so viel ich mich erinnere, weil ich glaube, das würde er hier nicht spielen können. Trikots sind auf jeden Fall. Ah, das ist die Mannschaft von Elli. Okay, verstehe. Unter anderem. Ex-Profi. Also, großer Name. Und das ist dieser Torwart-Influencer. Ich glaube, der hat auch mal bei Gala, nicht Probetraining, aber mittrainiert und dann halt auch dokumentiert mit Video und so weiter. Stark. Das Tempo oder so. Robeiner ist immer gut Technik. Außer bei Eli. Contento auch war mit mir damals auf der Schule. Man hat sich früher gekannt, jetzt kennt man sich nicht mehr. Ich habe ihn tatsächlich mal geschrieben, kam nichts mehr zurück. Aber so alte Kollegen und so sind mit dem ganz dicke. Ist ein guter Junge. Schule, Katastrophe, Fußball war er halt brutal. Hat dann halt 2013 natürlich auch mit Bayern die Champions League geholt. Der Torwart muss dafür auch spielen können. Robeiner ist immer gut Technik. Das Ding ist halt noch ganz kurz, diese Musik, die im Hintergrund läuft, als Spieler nimmst du die einfach gar nicht wahr. Das war immer auch damals bei den Hallenturnieren so krass. Die letzte Minute lief irgendeine Musik, du hast es eigentlich nie wahrgenommen. Erst nachdem die Sirene für Ende des Spiels war und dann hast du so Alter, jetzt hier läuft ja irgendeine Musik. Außer bei Eli. Das Ding ist, der Torwart muss dafür auch spielen können. Meistens lassen die ja den Spieler... Ich richte dein Mikro. Oha, Alter. Ja, beide egalisieren sich noch übrigens. Der Mann, der da gerade auf dem Boden lag, Nummer 6, auch ganz erfahrener Bundesligaspieler, Matthias Ostrzolek. Jetzt aber die große Chance fürs Erste. Oh. Stark, Digga, das war sehr stark. Krass. Das war sehr gut. Ganz erfahrener Bundesligaspieler, Matthias Ostrzolek. Jetzt aber die große Chance fürs Erste Tor. Geil. Wunderbar. Das ist der Kollege Stefan Winkel. Ganz interessante Geschichte, der Mann. Spielt aktuell in der Landesliga Harmonia. Das ist. Guck mal hier mit Hamburg. Guten Checkers. Check, zack, check. Schön ruhig geblieben. Sit auch Ehrenmann. Ehrlich. Der ist auch brutal sympathisch. Auch da. Gute Bewegung! Alter, wer war das? Boah. In der Halle, Digga. Torhüter können sich auch so krass auszeichnen, weil es halt. Wie soll ich sagen, Mann? Also Longshots in einem Großfeldspiel, klar, die kannst du, sag ich mal, hast du mehr Sicht und du kannst die krass parieren, aber auf Kleinfeld, so diese Reflexe wie so beim Handballtorwart, die schauen einfach auch krass aus, Mann. Da ist er, der Toni. Wieder Winkel, ja, Toni gefällt's. Nee, war nicht Winkel, das war der Kollege. Saget mir, wo ist er? Ich hab ihn doch eigentlich da, Maximilian Grünberg. Warte, was ist da jetzt passiert? Grünberg. Folgen. Das hat er gesehen bei Berisha. Manchmal einfach. Ja, wunderbar. Mit Unterschnitt drüber. Kurz davor. Zunker steht ein bisschen vorm Kasten. Also, zwei wunderschöne Torwart-Tore. Was Elis macht? Oh, Eli ist drin, Bruder, der tut mir auch so leid immer mit seinen Kreuzbandverletzungen, aber man sieht es ihm auch an, dass er vorsichtig läuft oder nicht jetzt unbedingt in einen Zweikampf gehen möchte oder soll. Ein bisschen vorm Kasten, also zwei wunderschöne Torwart-Tore. Was Elis macht, komm Eli, nein. Ah, das war zu einfach. Oh. Na bitte. Pizarro, Digga, der Typ, ich glaube... All-time sympathischsten Fußballer in der Bundesliga oder im deutschen Raum aller Zeiten. Top 5 ist Pizarro bestimmt dabei, oder? Also jetzt so sympathietechnisch. Steht ein bisschen vorm Kasten. Also, zwei wunderschöne Torwart-Tore. Was Elis macht? Komm, Eli. Nein.
Na bitte. Erstes Tor. Das Pizza von Claudio Pizarro. Die große Krabbe Pizza. Ist die Pizza? Bitte schön. Hingehen, gehen, gehen. Super. Ja. Super in die Mitte gelegt. Und dann soll er ruhig machen. Knappe Minute. Der muss rein. Der geht rein. Das war zu einfach. Marcel Kosuch erhöht 3:1 Players United. Nee. Oh, Tor. 3-2. 3-2. Jetzt wird wieder mal spannend. Tarik Sormas. Und Eli muss noch rein. Der geht durch. Bisschen Glück, egal. Zack, bleibt die Uhr wieder stehen. Sie hauen den Ballmanns aus. Oh, und jetzt kommt ein Spieler als Torwart rein. Das ist schlau. Aber eine Minute nur. Oh mein Gott. Das war ein Dreckspass. Das war ein Dreckspass. Spieler als Torwart rein. Das ist schlau. Aber eine Minute nur. Oh mein Gott. Und das ist die Entscheidung. Fehler im Spielaufbau. Ohne Speed der Ball rübergespielt. Noch einen Abschluss kreiert. Aber war ein knappes Spiel. Also ich plädiere für den Kollegen Stefan Winkel. Oh, schade. Als MVP dieser Partie. Also die Weißen sind auch stark, Mann. Die haben auch gute Mannschaft. Also besser als wie die Mannschaft vorher. Aber immer noch für mich Berlin City momentan die Zocker hochziehen. Mannschaftlich geschlossen entschieden wurde. 4:2 gewinnt Players United gegen die Vontorias. Meinst du Star, Alian? Ist auf jeden Fall ein kleiner Vorteil, wenn man als Trainer sich selbst aufstellen kann. Der Bruder von Toni Kroos. Felix Kroos. Also rein in diese Partie. Anstoß hat The Pack in weiß gekleidet. Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, dass Team Two Stripes gestern noch einen schönen Teamabend zusammen hatte. Die haben sich nochmal kennengelernt, hatten keinen! Ganz einfach, hilft auch mal gegen Bande, weil am Ende des Tages ist es eine Möglichkeit, mit der Bande mitzuspielen. Es gibt so geile Sachen, die man mit Bande machen kann. Das lernt man vor allem in diesen kleinen Käfigen. Grüße an die Sandstraße in München, Alter. Dort sind Legenden geboren. Trainingslager und vielleicht das einer der Gründe, warum The Pack früh mit viel Stimmung in Front geht. Ah, Felix greift nicht an. Ja, so ein bisschen schlecht gelesen von der Abwehr da über die Bande. Aber den Fuß hat er wieder hingehalten, der Pizza. Das reicht ja dann auch. Und jetzt hält! Boah! Stark gehalten. Stark gehalten. Ist auch so wichtig, einen guten Torwart zu haben, ne? Weil wenn du eh so wenig bist, viele Abschlüsse hast. Also den dann irgendwie als einen Mitspieler zu haben, ist wichtig. Auch sehr unterschiedlich. Da ist das Tor. Gebraucht. Guck mal, du guckst nicht auf den Bildschirm, ich guck noch Replay. Wir haben den ersten Treffer auch für Two Stripes. Die ganz frühe Führung egalisiert. Stark. Caligiuri, der Special Guest mit dem Special Tor. Ah, der klassische Caligiuri, den kann er immer noch. Das ist sein Signature Move, sein alter Torjubel. Den hat er bei Augsburg, bei Wolfsburg, bei Schalke oft ausgepackt. Den Kollegen Wiedwald kennt er ja auch noch. Überlegt mit dem Innenriss. Und wieder Felix. Er zeigt an, geh rein da. Super Ball! Super Ball. Und wieder Felix. Er zeigt an, geh rein da. Super Ball! Superball, 2:2. Da hat er einen Assist, ne? Kann ich nichts sagen. Mit Auge. Hat er auch vorher direkt gesagt, Junge, rein da. Natürlich kennt man ihn oder erwartet man jetzt von ihm. Jetzt warten wir kurz. Dass wir ein Tor sehen, das erwarten wir. Und Kafunda Bea sagt, so ist es. Den lege ich nicht daneben. Super freigespielt von Christian Clemens. Jetzt ist er doch in seinem Element. Da war doch eh viel zu ruhig alles. Da ist das Tor doch. Jetzt kann er sich wieder beruhigen. Ich glaube, der hat den gut ausgeguckt. Weil jeder dachte, er spielt den Pass hier rüber. In seinem Element. Da war doch eh viel zu ruhig alles. Ja, schau, wie der sich bewegt. Der dachte, er spielt ihn rüber. Jetzt ist er doch in seinem Element. Da war doch eh viel zu ruhig alles. Da ist das Tor doch. Jetzt kann er sich wieder beruhigen. Macht er auch. Wieder sachlich geworden.
Da ist er, das Tor. Ja, was ist hier los? Du hast völlig zu Recht in der Halbzeit gesagt. Bestes Spiel, torreiche Partie. Alles eng. 0-0-7. James Proschwitz. Jetzt hat auch der Last-Minute-Transfer gegriffen. Verpflichtet am Deadline-Day. Es hat sich gelohnt. Ja, eklig. So einfach. Über die Bande. Zack, fertig. So geil. Boah, bisschen Glück. Einmal Flugschule. Oh, jetzt Felix. Mit Gefühl. Mit Gefühl. Und jetzt ist Rob auch aus dem Häuschen. Felix Groß mit Herz und Verstand. Torwart ganz weit rausgeeilt. Keine Chance mehr. Tor und Assist. Sehr gut. Weißt du, also wir müssen gar nicht so viel, so sehr eingreifen. Das ist gut gespielt. Oh. Gottes Willen, Simon Terodde. Der ist zu lange raus gewesen. Kann man sich ja anders nicht erklären. Der muss erst wieder reinkommen. Kriegt direkt den nächsten Versuch und dieses Mal in Simon Terodde-Manier. Kann Puls wieder runterholen, weißt du warum? Netto-Spielzeit. So ist es. Dafür bin ich doch hier. Habe ich mir ja selbst ausgedacht. Wollte mich doch gar nicht aufregen. Was sagt er da? Mal in Simon Terodde-Manier. Kann Puls wieder runterholen, weißt du warum? Netto-Spielzeit. So ist es. Dafür bin ich doch hier. Habe ich mir ja selbst ausgedacht. Wollte mich doch gar nicht aufregen. Die letzte Minute. Letzte Minute. Vielleicht erstes Unentschieden, wenn Clemens den macht. Und er macht ihn. Es bleibt zwar eine Minute, aber es riecht danach, dass Toni Kroos, ob er will oder nicht, hier noch ein paar Minuten länger verweilen muss. Jetzt wird's eng. Ah, das gibt ja die Golden-Goal-Regel. Das ist auch geil, Mann. Das war früher echt die beste Regel, Mann. Jedes Mal eine halbe Stunde schauen wir uns an. Schießtor, Servus. Er geht richtig ins Risiko. Zwei Sekunden! Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Digga. Schau mal. Letzte Sekunde, Bruder. Letzte Sekunde. Krass. Also Torwart macht ein super Spiel. Super Lauf. Super Pass. Er geht richtig ins Risiko. Zwei Sekunden! Oh mein Gott, ich werde raus. Proschwitz! Und Wolf, wie sagt du? Wie geil. Jetzt gibt es dieses Golden Goal. Mega. Also rein in die erste Verlängerung in der Geschichte der Icon League. Jetzt ist der Torwart natürlich noch mal wichtiger, ne? Je weniger Spiele, umso wichtiger wird der Torwart. Sehen wir hier. Wiedwald hat richtig Lust. Gott, das könnte der Moment des Golden Goals sein. Wiedwald ist da. War schon Torwart ein gutes Geschenk. Aber Felix Wiedwald, oh, hat sich vertreten, glaube ich, gerade kurz. Wichtig, dass Gogi hier da auf den Füßen bleibt. Die Chance für das Golden Goal. Er hat sich eben noch so geärgert. Warum schenken wir das her? Und dann... Halle ist halt auch manchmal ins Risiko gehen, ganz einfach. Entweder holst du den Sieg oder du verlierst. Aber man muss probieren. Stark auch vom Torwart durchgesetzt. Das Einzige, was in der Halle nicht mag, oder das Einzige wirklich, was ich an Bande hasse, ist, da der Ball halt nicht ins Aus geht, kannst du die ganze Zeit im Zweikampf sein und dann... Bist du entweder vorne oder an der Seite oder in der Ecke und dann stochern die immer so rum. Das fuckt mich am allermeisten ab. Schießt er das goldene Tor. Ahmet Doğan. Macht alles vergessen. Was hat der sich geärgert? Warum gehen wir in die Verlängerung? Wir haben mit zwei Toren geführt. Und ich glaube, den ganzen Frust, den hat er in den Schuss gebracht. Boah, der DJ ist auch brutal. Schön neben den Pfosten gesetzt. Nichts zu machen. Überlegt. Also starker Abschluss auf jeden Fall. Sieht man nochmal hier. Hat natürlich Risiko, aber Risiko Innenseite. Also jetzt nicht spannend, sonst hätte er den vielleicht in die Wolken geschossen. Aber der hat den schon versucht in die Richtung zu machen und dann war es halt ein Pfosten. Nichts zu machen. Ja. Überlegt. Der nächste Kokom ist da. Es sind einfach super. Bowser. Hier in dieser Box, einer nach dem anderen, Anton Rinas, besser bekannt als Wiska Barca. Freut mich, Riesenehre hier neben dir als Co-Kommentator am Start zu sein. Mal kurz. Ah genau, der war dann auch kurz, Wiska Barca war kurz auch Kommentator.
Boots, Club One, FC One Football, okay. Die guten Drähte genutzt, um dann vielleicht genau für dieses Tor die Kraft und den Teamspirit zu danken. Das sind auch alles Frankfurter Jungs. Und das Lied, was da gerade kam, ist die Torhymne der SGE. 16, Flo. Oh, 16 jetzt muss er machen, Football. Aber so einfach, aber war ein bisschen glücklich, dass der den sofort die Beine bekommen hat. Club unachtsam, 1-1. Ja, werde ich direkt vom Chat ermahnen. Flo, hör zu, es war Nummer 16. Recht habt ihr. Recht habt ihr. Ganz früher Treffer von Bass Club, seitdem nicht mehr viel gewesen. Boah. So einfach, ja. So einfach. Ah, überragender so. Abschluss. Ich glaube, das war auch sein schwacher Fuß. Ja, ja, klar. Er setzt an. Das Dribbling mit seinem starken und schließt ab mit links. Top. Ja, ärgern bei Bowie, aber es ist wirklich ein enges Spiel. Also kein Problem, weil direkte Antwort. Da sehen wir noch die Reaktion von Bowie und verpassen den postwendenden Ausgleich. Dann schauen wir uns ihn halt so nochmal an. Spielaufbau, Torwart wird wieder freigelassen. Torwart wird freigelassen. Bisschen Glück, aber dann sehr. Abgefälscht, Kopfballtor. Also, das kann auch nur in der Halle passieren, Alter. Hallo Eli, grüß. El Presidente. Der schaut sich die Spiele natürlich auch weiterhin extrem interessiert an. Egalisieren sich weiterhin. Zwingen Julian Mehl. Eieieiei, das hasse ich halt eben in der Halle, Digga. Wieso so ungestüm, Alter? Weißt du, du bist vor allem hier so weit vorne, warum haust du den so um? Eine Parade. Ja, wiederholtes, härteres Einsteigen. Zweite Aktion, gelbe Karte, sagt er auch sofort, ey, gelbe Karte bedeutet in dem Fall 2 Minuten. Also 2 Minuten direkt, boah, das ist schon eine harte Strafe, muss man schon sagen. Für One Football. Kein Tunnel! Gut gemacht hier. Zack, rüber. Beidfüßigkeit ist in der Halle, das ist Gold wert. Und da ist er. Donny macht sich warm. Braucht's aber auch gar nicht. Rein damit! Der Mann, der nicht vom Kleinfeldfußball kommt, sondern vom Futsal, was die Ergebnisse angeht. Natürlich, Futsal auch Gold wert. Alles drin, knapp. Knapp, was? Das, einer der Treffer des Tages. Fuck. Und Christoph Köchi, der Teammanager, dreht völlig durch. Aber perfekt. Das war schon ein krasses Tor. Toni mit Bilal, glaube ich, in einer Mannschaft. Hat eben die Überzahl sehr gut genutzt. Oh ja, ja, das ist er schon. Guten Morgen, frühes Ding. 1-0 B2B Capitano. Und das ist in dem Fall Saifi Ayadi. Und ich finde, das Event, die Jungs auf dem Platz, zahlen es euch zurück. Oh ja. Boah, Digga, das ist so stark. Das ist so stark, Digga. So einen Stürmer brauchst du auch auf Großfeld, der aus so einer Situation einfach abschließt, Digga. Das ist so stark. Schau jetzt. Der nimmt ihn direkt aus dem Lauf, weil er ganz genau weiß, wie er ihn anzusetzen hat oder wie er sich auch zu drehen hat. So. Und ich stark. Finde das Event, die Jungs auf dem Platz. Ja, Pass kommt hier, glaube ich, irgendwie auch von Toni Kroos oder so. Und dann schau mal eigentlich, was für ein Winkel, Alter. So, die meisten würden hier jetzt mit links annehmen oder in die Ecke gehen oder sonst irgendwas. Und er nimmt ihn direkt und ballert ihn rein. So krass. Das euch zurück. Oh ja. Oh ja. Das wäre Ant. Hey. Läuft trotzdem weiter. Ich sag aber Ant im Spiel. Egal. This is my place. 3-0. Nach nicht mal 3 vollendeten Minuten. Herrgott. Es beginnt hinten. Ja, das ist so einfach, der Pass, dass der jetzt ankommt. Guck mal hier, Kollege mit. Boah, Bilal, starker Pass. Es beginnt hinten. Ja, das ist so einfach, der Pass, dass der jetzt ankommt. Guck mal hier, Kollege mit der 70. Schön geschlafen. Positiv formuliert, Bilo, Kopf ist oben, spielt genau dahin, ja, wo er hinkommen muss. Den macht er gut. Muss ich sagen.
Oh ja! Schau es dir an! Das ist so geil, Mann. Das ist so geil, wenn du so einen Bums hast, Alter. Ich weiß noch, schöne Grüße, Alex Seibern. Früher damals auch bei Haching gewesen. Der hat auch immer von irgendwo drauf geballert in der Halle. Und der ging auch schon rein, Alter. Erstes Torwarttor? Nein, drittes Torwarttor. Aber das erste Mal, dass so eine Fackel sitzt. Wow. Come on! Junge. Ja, der hat den aber auch spät gesehen. Muss man auch sagen, als Torwart. So eine Fackel sitzt. Wow. Come on! Hier siehst du. Ja. Junge. Hey! Alles klar. Oh, Tor des Tages kommt. Das war krass. Also Sid ist echt technisch überragend. Junge. Hey! Alles klar. Und jetzt, ja. Das ist schon so stark. Wirklich sehr, sehr stark. Gut, 5-1 am Ende des Tages. Ergebniskorrektur, aber geiles Tor. Landet auf. Es ist, glaube ich, Sid himself. Also, Ehrentreffer ist da. Ja, aber warte mal. Schau mal bitte. Das geht ganz schnell. Clinton Emanuel. Es ist so viel Zeit noch. Schau mal an, Bruder. Einfach, es sind noch 15 Minuten. Und es steht 5-2. Ist alles möglich. Er war da. Okay. Jo. Auch da ist B2B. Es läuft wie am Schnürchen. Und der Goalgetter von Delay Sports. Was geht bei ihr ab, Alter? Chill mal dein Leben. Nee, man. Freu dich halt. Vielleicht ist es halt auch die Mutter oder keine Ahnung von jemandem. Und der Goalgetter von Delay Sports, Pascal Prossmann, kompromisslos. Oh, lass ihn liegen. Dieser Tonis Tor, Digga, Tonis Tor. Bruder, Toni Kroos hat so einen sauberen Fuß, ne? Pässe, Schüsse, einfach abgezockt, der Typ. Wie er auch sagt, lass ihn liegen, weil er das halt einfach schon merkt, ich kann jetzt abschließen, das ist auch wichtig. Oh, lass ihn liegen! Yeah. Hey. Die Innenseite wieder, die Innenseite. Da musst du es eigentlich nur noch clever ausspielen. Das haben wir vorhin verpasst. Ja. Da wird noch einer draufgesetzt. Nur ganz ehrlich, uns. Ganz ehrlich, das geht aber leider ein bisschen zu einfach. Also Fokus Eagles. Ihr müsst auf jeden Fall an eurer Defensive arbeiten. Weil vorne habt ihr ein bisschen Qualität auf jeden Fall. Und dass ihr nicht ganz so untergeht in der Liga. Ja. Und hier gab es anscheinend einen Tunnel. Hier gibt es sogar den Timer. Ist schon nice. Auch haben. Ja? Ja. Aber haben wir nicht bekommen anscheinend. Ja, Bilo gibt auch noch mal Gas. Ja, will er natürlich auch noch. Top 3 hat auch Tor gemacht. Höchstes Ergebnis des Tages. Der Teamhead trägt sich auch noch ein. Spiel von Felix und seinem Abschlag. 9-2 gewinnt. Das Ergebnis ist schon krank. Mit dem Stargast, dem Präsidenten, der sich auch... Er hat einfach 24 Minuten durchgespielt, ne? Das ist in der Halle, muss man das auch erstmal schaffen. Visca Barca, da ist Ribery dabei. DNA Athletics, da ist Arma dabei. Arma Cekic. Völlig, völlig am Arsch. Du bist die ganze Zeit hin und her, aber es macht Bock. Das ist richtig geil. Alter. So. Ja, ich fühle dich. Ich sitze hier auch seit Jahren. Ribery auch eine absolute Bundesliga-Legende, vor allem auch Bayern-Legende. Der Typ hat halt einfach dieses gewisse Etwas gehabt. Du wusstest nicht, was in diese. Der war nicht berechenbar und du wusstest nicht, was passiert. Das hat schon mega, mega Bock gemacht. Ribery ist auch Zielspieler da vorne. Da ist er. Da ist er am Ball. Zeig mal was. Okay, Frank. Oh. 8 Minuten 30. Ja, stark. Ey, da war die Lücke. Wenn man schon mal da ist. Oh. Zirnitzki. Schade. Wieder super Parade. Was macht man? Zeig doch mal den.
Das verstehe ich wiederum nicht. Das soll irgendein Profi sein, der da mitgespielt hat und so. Ich weiß nicht, man, dieses ganze Maskengame auch bei Find the Pro und so, das fuckt mich irgendwie voll ab. Spiel halt nicht mit so, lass halt jemand anders spielen. So, mein Gott, was hast du jetzt verloren? Oder was hast du dadurch gewonnen, dass du da mitspielst? So, gar nichts. Und außerdem war der jetzt auch nicht so gut, dass man sagt, okay, vielleicht hat er sich zurückgehalten, dies, das, jenes, aber ja, unnötig halt. Wenn du dich schon zurücklädst, vielleicht gibt ein anderer mehr Gas halt so, weißt du, was ich meine? 100.000 Leuten hier was. Du bist halt auch ein bisschen nervös, was völlig in Ordnung ist. Ja. Boah, das hasse ich in der Halle, Alter, diese so Kollision. 200.000 Leuten hier was. Du bist halt auch ein bisschen nervös, was völlig in Ordnung ist. Ja, jetzt Konter. Kontermöglichkeit 3 gegen 1. Das muss Tor sein. Jetzt müssen sie ausspielen. Boah, und jetzt kriegen sie die Quittung. Gut aufgepasst. Jetzt kriegen sie die Quittung. Rüber, nochmal rüber. Stark. Ja. Das ist wunderbar einfach. Wunderbar gespielt. Ja. Genau. Sehr schlau. So stark geht halt. Das. Das ist bitter, ne? Von einer selber eigentlich hundertprozentigen, also wenn der ankommt, ist, muss er noch rüberlegen und dann ist fertig. Rafael Kubrowski belohnt sich selber. Er ist perfekt antizipiert. Rübergespielt. Zack. Im richtigen Zack. Moment. Zack. Abfahrt. Ganz stark, ganz, ganz stark gespielt. Keine Chance für Man hat es vorhin im Spiel gesehen. Digga, der Typ, ne? Der ist halt einfach wirklich ein guter Junge. Ich habe wirklich nicht viel mit ihm zu tun. Wir haben uns immer nur auf dem Fußballfeld gesehen. Hin und wieder hat man den so zufällig mal gesehen. Wir haben mal kurze Zeit in der Nähe gewohnt. Also wirklich nur so Hallo und Tschüss. Aber immer, der Typ hat erstens immer ein Lächeln im Gesicht, was, finde ich, einfach für Sympathie spricht. Und er ist einfach ein lieber Kerl. Gut, so, das ist alles, was ich darüber weiß. Ja, und deswegen mag ich ihn in der Hinsicht. Er ist ein super Linksfuß. Er ist halt so ein kleiner, flinker, so Messi-Style halt einfach. Und ja, was soll man sagen, Mann? Er ist halt Straßenkicker, ganz einfach. Also es gibt keinen Bolzplatz, der diesen Jungen noch nicht gesehen hat in München. Und natürlich gegen Ribéry und so, die Zweikämpfe waren schon. Nein, Ribéry hat sich auf jeden Fall an ihn danach nochmal erinnert ein bisschen. Aber die Torhüter sind hier wirklich gute Kicker auch. Das wird nicht so einfach. Da vorne, ja. Boah, ich hab's gerade. Stark. Das war ein satter Schuss. Gesagt, ne? Und dann kloppt er so einen Ball rein. Ist das krass. Ich hab's gerade gesagt. Gerade noch gesagt, hört auf mit den Fernschüssen und schon sitzt er. Boah. Vielleicht haben wir nochmal Wiederholung. Geile Schusstechnik auch. Lukas Markert. Bam. Auch da, keine Chance für Strauch. Richtig schöne Schusstechnik. Aber weißt du, was ich auch wichtig finde? Jetzt wirklich nicht die ganze Zeit auf Armor drauf gehen und alles so beurteilen und sonst irgendwas. Aber ich finde, auch da, keine Chance für Strauch. Weg hier. Schau mal seinen Laufweg. Er, also er geht in seinen Rücken. Torwart sagt rechts. Die zwei, gut zu Ribéry, darf machen, was er will. Also da sowieso kein Hate. Aber natürlich hat er jetzt hier mega viel Platz. Aber er macht ihm den Weg auf. Er zieht diesen Gegenspieler ein bisschen rüber. Weil er denken könnte, er könnte ihn anspielen. Und dadurch öffnet sich diese Lücke hier. Schöne Schusstechnik. Kapitän in Erlangen. Kapitän in Erlangen? Ja, letzte Saison 12 Tore. Wir brauchen noch einen Man of the Match. Vielleicht ergibt er sich jetzt. Oh, da muss er rüber vielleicht, aber... Die brauchen das Tor, aber sind wir ehrlich. Nee, nee, ist aber 2-0. Ist vorbei. Oh, sogar noch ein Panner. 2-0. Das Ding war's. Ist zu Ende. Letztes 2-0. Eli, bevor ich hier gleich mich auch verabschiede, vielen lieben Dank da nach draußen. Chat heute mehrfach glänzend agiert. Also, gleichzeitig auch die Tabelle des ersten Spieltags. B2B United, die Mannschaft von Bilal, Toni und so weiter, ist jetzt auf Platz 1. Und seien wir uns mal ehrlich, Leute, wir haben uns doch früher alle darüber gefreut, dass mal hier so, ja, wie soll ich sagen, die Saison Halbzeit ist. Und dann kamen immer die Dinger dazu. Wie heißt es? Die Hallenturniere. Und es war immer richtig nice, diese Heimturniere zu spielen, weil es waren halt immer so, sag ich mal, von, keine Ahnung, sagen wir mal 16 Mannschaften, waren halt so 8 No-Names dabei, so irgendwelche Regionalligisten und so weiter und dann ein, zwei Bundesligisten, wo halt dann
ein Profi mitgespielt hat oder zwei Profis und der Rest war halt U23 und so. Aber dieses auf DSF damals und danach auf Sport 1, diese Heimturnier waren immer nice anzuschauen. Das hat echt Bock gemacht. Und jetzt kriegst du das Woche für Woche. Natürlich mega, mega nice. Und wie gesagt, das ging jetzt, das Event 6 Stunden. Ich denke natürlich, in Zukunft ist es mit diesen ganzen Zwischensachen und diesen Präsentationen von den Mannschaften und so nicht mehr so sein wird, sondern auch, da es einen gewissen Zeitablauf geben wird, Spiel zu Ende, 5 Minuten später, nächstes Spiel und so weiter, dann dauert das Event halt auch, keine Ahnung, vielleicht nur 2, 2,5 Stunden so. Und dann wird es sehr, sehr anschaulich und es macht auf jeden Fall Spaß, geile Kicker dabei. Wie gesagt, ich bin mit der Baller League nicht so bewandert, aber das macht schon Bock zum Zuschauen, Alter. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst auf jeden Fall auch mal ein Abo da, lasst ein Like da, kommentiert, teilen, was auch immer. Der Weg geht weiter auch für uns. Wir wollen auch einiges erreichen. Es wird auch einige spannende Projekte für mich geben in Zukunft und nichtsdestotrotz Support ist kein Mord. Danke für alles und bis zum nächsten Mal. Ciao.